Wir streamen live auf YouTube. Ich grüße all die, die live dabei sind, zu dieser ersten Folge. So baust du eine WordPress-Seite in Builderall nach. Ich bin selbst sehr gespannt. Erstes Mal, dass wir sowas in der Richtung machen. Aber ich glaube, wir werden viel Spaß haben und es wird, glaube ich, ganz witzig werden. Wenn Fragen auftauchen, die dazu passen, einfach Stummschaltung aufheben und reinrufen. Und ansonsten fangen wir an. Ich habe mir zwei verschiedene Vorlagen ausgesucht. Eine ist ein bisschen klassischer, eine ist ein bisschen zeitgemäßer oder frecher, wie auch immer, okay? Funktioniert du das Ganze jetzt so? Wir sind jetzt hier 2, 4, 6, 7 Leute live dabei. Ich möchte, also ich zeige euch Website 1 in der groben Ansicht, danach Website 2 und ihr schreibt hier in den Zoom-Chat einfach nur eine 1 oder eine 2 und die Seite, die mehr Stimmen hat, die werden wir nachbauen. Okay? Kurz und schmerzlos. Gut. Dann werden wir mal unseren Bildschirm teilen. Freigeben und hier. So, Mick, auch für dich. Du bist hier gerade noch mal reingekommen. Ich zeige euch jetzt zwei verschiedene Vorlagen. Okay? Und Seite 1, Seite 2. Ihr votet im Grunde mit einer 1 oder mit einer 2 und dementsprechend die Seite bauen wir nach. Okay? So, das ist Seite 1. Okay, WordPress-Theme, sehr klassisch, aber trotzdem relativ frisch. Ah, Moment, ich bin hier auf der falschen Unterseite schon. Wir wollen auf die Startseite. Ich denke mir noch, da passt was nicht. So, Startseite, okay. Relativ klassisch, einfach gehalten, trotzdem frisch. Seite 1, okay. Wir haben hier natürlich auch Unterseiten, über uns zum Beispiel, ja, wo wir auch noch ein paar Infos haben. Wurscht. Das ist Seite 1, klassisch. Das ist Seite 2, ein bisschen frischer. Okay? Im Grunde das Gleiche, Agenturvorstellung, paar nette Bilder, Texte, was machen wir? Und so weiter. Okay? Ihr trefft jetzt eure Entscheidung im Chat. Kannst du mal kurz zurück switchen und dann nochmal? Eins. Und zwei. Beides im Grunde Agenturseiten und ja, ihr trefft eure Wahl jetzt. Wir haben hier einmal 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ah ne, 1 zu klassisch, okay, verstehe. 2, ey, Verena ist auch da, hallo. Gut, ich glaube... Also es fehlt hier noch die Stimme von der Martina, die gerade einen Hänger hat. Okay, gut. Machen wir 2. Wo habe ich die Website her? Für euch auch ganz wichtig. Das Ganze ist ein Theme von ThemeForest. Okay, da kann man sich auch die WordPress-Vorlage kaufen. Warum habe ich jetzt dieses gewählt? Ich sage, wie es ist. Die Seite, die wir jetzt bauen, werde ich natürlich auch selbst verwenden. Ja? Und in diesem Theme sind die ganzen Images, die man sieht, inkludiert. Somit kann ich die jetzt auch verwenden. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Wahl getroffen haben. Denn dann macht das Ganze relativ viel Spaß. Gut, dann machen wir das hier weg. Die Seite lassen wir.
Ich werde die Page hier aber, wie macht man das? Ja, wir switchen das einfach auf ein Extra-Fenster. Dann kann ich hin und her switchen. Genau so machen wir das. Gut, was die Besonderheit bei dem Theme oder was machen wir? Wir werden die Startseite nachbauen, wir werden eine Über-uns-Seite machen, wir werden eine Was machen wir-Seite bauen, wir werden eine Kontaktseite bauen und dann gucken wir einfach mal weiter, okay? Heute im ersten Training werden wir mal schauen, eine Stunde irgendwas in dem Dreh machen und dann gucken wir uns das Ganze an, was da los ist. Oh, ich sehe gerade, wir haben auf YouTube auch Zuschauer schon. auch hier gewählt, 2, 2, 2. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, YouTube-Zuschauer, ich habe euch auch im Bild jetzt. Gut. Also, wir fangen an. Es gibt ein paar kleine Features, die wir mit Builderall nicht umsetzen können, aber wir werden dafür auf jeden Fall eine Alternative finden, beziehungsweise eine alternative Ansichtsmöglichkeit, wie wir es hinbekommen. Wie ist die Seite aufgebaut? Im Grunde relativ einfach. Wir haben hier oben unseren Header. Danach haben wir im Grunde, also da, wo die Menüleiste auch ist, dann haben wir hier einen Header-Bereich, wo im Grunde ja das Eye-Catchende ist, nämlich eine große Schrift, ein schönes Bild. Danach haben wir drei ja, Ziele oder drei Features, die wir als Agentur unserem Kunden Gutes tun können. Formulieren wir es so. Dann hier das Gleiche nochmal. Wir reden hier darüber, dass man die Leute auf Platz 1 bekommt. Wir haben hier eine kleine Auflistung über die Hauptfeatures unserer Agentur. Hier nochmal eine schöne Zusammenfassung. Hier ein paar Kundenlogos, eine Kundenstimme, eine Rezension. Hier nochmal eine kleine Case Study, könnte man für einen Blog verwenden oder für einzelne Themenseiten. Und hier haben wir dann den Footer. Okay? Soweit glaube ich, alles klar. Die Besonderheit hier in dem Theme ist, dass wir hier sehr viele geschwungene und ungerade Elemente haben, Sektionen. Okay, also nicht die rein geraden. Auch die werden wir heute nachbauen. Okay, wir werden jetzt zuerst anfangen mit den Sektionen, mit dem Layout und danach klatschen wir Text etc. alles mit rein. Okay, gibt es bis dahin irgendwelche Fragen oder irgendeine Anmerkung, die jetzt wichtig wäre, bevor wir loslegen? Die Vorlage, nimmst du die dann oder einfach von, also von der URL, die da angezeigt ist? Wie meinst du die Vorlage? Also die, wenn wir die URL eintippen würden, würden wir da auf das Gleiche kommen? Wenn ihr jetzt diese URL eingeben würdet, kommt ihr Ja. genau auf die Page. Ah ja, Kann genau, euch. zum, wenn man es zu Hause nachbauen will oder dann. Ja, Ja, ich okay. schicke euch hier gern den Link hinein. Ja. Auch auf YouTube mache ich das. Hier der Link zur Vorlage, zur verwendeten Vorlage. So, und somit kann jeder sich die auch zu Hause anschauen, eventuell auch kaufen, wenn er die Images verwenden möchte oder vielleicht auch später als WordPress noch haben möchte, was auch immer. Die Vorlage ist es, okay? Und jeder kann die aufrufen. Habe ich die in Zoom-Chat auch reingeschrieben? Ja, genau. Gut, noch jemand irgendwas? Perfekt. Dann legen wir los. Wir fangen jetzt natürlich an. Ich weiß nicht, warum der Chat immer hier runterrutscht. So. So, wir fangen jetzt natürlich an mit einer leeren, blanken Vorlage, ganz klar. Okay, dazu gehen wir in den Sitebuilder hinein, leere Seiten und holen uns hier das sogenannte Blank Layout. Gehen hier auf Bearbeiten und importieren das. Bevor wir weiterquatschen, von euch mal kurz eine 5 in den Chat, egal ob jetzt in Zoom oder auf YouTube. Wer noch nie eine wirkliche Website mit Builderall gebaut hat?
Einfach mal, damit ich weiß auch, wie ich erklären muss, ob ich ein bisschen ausführlicher machen muss oder ob wir da durchrushen können. Und da reden wir jetzt nicht von den Funnels, die wir zur Verfügung stellen, ja, die nur angepasst werden müssen, sondern wirklich eine richtige Website gebaut. Gut. So, wir switchen hier herum. Was brauchen wir zuerst, beziehungsweise womit fangen wir an? Wir fangen natürlich jetzt hier mit dem Bereich an. Bevor wir allerdings irgendwas in Richtung Layout, Grafiken, irgendwas machen, fangen wir jetzt hier wieder mit unseren grundsätzlichen, ja, First Steps an. Ja, das heißt, wir gehen wirklich in die Einstellungen hinein, gehen auf Plattformeinstellungen und wählen jetzt hier einmal die Sprache auf Deutsch. Ja, ganz, ganz wichtig. Erster Step. CRM brauchen wir noch nicht. Ich mache aber trotzdem ja. Gucken, ob hier alles passt. Bestätigen. Perfekt. DSGVO brauchen wir auch noch nicht. Also im Grunde sind das mal die wichtigsten Sachen. Jetzt gehen wir gleich zuerst auf Speichern, geben den Namen ein. Agentur Website 2019. So. Perfekt. Okay. Was müssen wir jetzt beachten oder was sollten wir beachten, beziehungsweise wie kannst du auch selbst eine Website ein bisschen untersuchen und schauen, hey, welche Schriften werden hier verwendet etc. pp. Ja. Wenn du in Chrome bist, auch in Firefox geht das, ja, ich arbeite natürlich mit Chrome, geht das ganz einfach, wenn ich jetzt wissen möchte, welche Schriftart verwenden die hier für die Überschrift, weil die mir gefällt. Ja. Gehe ich mit einem Rechtsklick drauf und klickt dann auf Untersuchen. Okay, dann öffnet sich entweder rechts oder unten, je nachdem, was eingestellt ist, eine, ja, dieses Fenster. Und hier ist jetzt genau markiert die Überschrift. Und hier unten kann ich jetzt erkennen, wir können das ein bisschen hoch schieben. Hier unten kann ich jetzt erkennen, dass als Schriftart, ja, Font Family, wird Rubik verwendet. Wenn es die nicht gibt, dann Helvetica, Arial, Déjà-vu Sans, Liberation Sans, Free Sans, bla bla bla. Also in dieser Reihenfolge wird immer geguckt, welche Font, welche Schrift verwendet wird. Ob wir Rubik haben in Builderall, weiß ich nicht. Wir werden das jetzt einfach mal anschauen, nämlich indem wir jetzt hier auf das T gehen und hier geben wir jetzt einfach mal ein. Tuff! Da gucke mal, wir haben die Schrift. Wie geil ist das denn? Sehr schön. Dann nehmen wir Rubik Bold, also fett. Und wir schauen mal, welche Schriftgröße haben die hier verwendet. 64. Perfekt, machen wir genauso. Also gehen wir jetzt hierher und machen, gehen hoch auf 64. Und den Zeilenabstand, die Zeilenhöhe machen wir auf 69. Okay? Für Sandy machen wir das Gleiche. Rubik, da gehen wir aber um Vielfaches kleiner, machen wir jetzt mal maximal 30. Wir werden uns dann anschauen, wie das aussieht. Und ja, die Schrift, da lassen wir die Schriftfarbe, das lassen wir mal. Okay? So, hier verwenden die, gucken wir mal, H3 haben wir auch Rubik, aber eben dünner. Und hier haben wir okay, das ist einfach nur normaler Text, der ist auch Rubik. Ja, dann machen wir ja alles einfach mal mit Rubik. Okay? Dementsprechend gehen wir jetzt hier auf H3. Nehmen auch da Rubik. Warum mache ich das jetzt zu Beginn? Weil wenn ich das jetzt zu Beginn mache, muss ich es A später nicht machen und ich komme nie in die Bredouille, dass ich da irgendwas vergesse oder irgendwas nicht passt. Oder. Okay? So, hier lassen wir mal 25 und 30. Da gehen wir mal runter auf 18 und 23 und das schauen wir uns einfach mal an, wie es in Wirklichkeit aussieht. Und
Hattest du H2 schon? Nein, die habe ich noch nicht. Okay. Mache ich aber gleich. Rubik, da nehmen wir jetzt Light. Da lassen wir mal 20, 25, Rubik, Light. Dann machen wir fürs Handy 15. Gut. H2 nehmen wir jetzt auch noch. Rubik, da nehmen wir auch ein Bold. Aber da gehen wir runter auf 40. Na Iris, was geht bei dir ab hier im Hintergrund? So, Rubik, Bold. Dann nehmen wir 20. So, ihr wisst, wenn ihr hier 20 habt, immer 5 Pixel mehr für die Zeilenhöhe, dass wir hier wirklich immer einen schönen Abstand haben. Okay? Gut. Die kleinen lassen wir jetzt mal, machen wir im Anschluss, wenn wir sehen, wo wir sie einsetzen müssen. Und wir würden jetzt einfach mal anfangen mit genau diesem, mit dieser Headline, ja, nämlich wir bringen Ihnen neue Kunden. Okay? Einfach mal zum Testen, ob das gut, oh, das sieht gut aus. Wir bringen Ihnen neue Kunden. Also ich muss sagen, ich mag die Schrift, die gefällt mir. Sehe ich zum ersten Mal. I like it. So, bin ich noch da? Ja, weil YouTube hat hier anscheinend gerade gehangen. Perfekt, okay. Gut, also es sieht gut aus. Dementsprechend fangen wir jetzt mit dem Header an, okay? Was ich jetzt dazu mache und mein Tipp an euch, ja, ihr müsst aber hier aufpassen, ja, also ich betone das, ja, ihr dürft das nur machen, um jetzt so wie ich im Grunde eine Website nachzubauen, müsst das mit eigenen Grafiken ersetzen, ja. Aber es gibt ein Tool für Chrome, eine Extension, die nennt sich entweder Gallerify oder Image Downloader, eins von beiden, okay? Und damit habt ihr die Möglichkeit, im Grunde verwendete Grafiken von der Seite herunterzuladen. Okay? Ist aber nicht dafür gedacht, dass ihr das dann in eurem Projekt verwendet im Normalfall, denn da würde es lizenzrechtliche Probleme geben. Okay? Aber so könnt ihr jetzt mal bauen und das dann im Grunde austauschen. Ich habe das vorhin schon gemacht, ich habe die schon runtergeladen und was ich jetzt machen werde, ich gehe jetzt in meinen Cloudinary-Account. Wer von euch nutzt Cloudinary? Schon ein paar, gell, mittlerweile. Gehen jetzt auf... ich werde jetzt mal Iris stumm schalten. Business. Gehen jetzt hier mal auf... Machen hier mal einen neuen Ordner. Den nennen wir Agentur-Website. Und da lade ich jetzt alle Bilder hoch, die ich vorhin runtergeladen habe. Downloads. WordPress Website. So. Laden wir mal alle hoch. In der Zwischenzeit gehen wir jetzt rüber, holen uns ein Bild her, damit wir die Integration machen können. Das wird dann das Logo werden. Gehen auf Bild ändern. Gehen auf soziale Netzwerke, Cloudinary und connecten. MV Solutions. Und meine App-ID. Das müsst ihr immer nur einmal machen, wenn ihr eine neue Website erstellt. Und dann wird das gespeichert. Kopieren wir auch. Bestätigen das Ganze und haben jetzt die Verknüpfung von Builderall zu meinem Cloudinary Account. Okay, und wenn ich jetzt hier gehe auf All Images, seht ihr schon, sind die Bilder, die ich gerade hochgeladen habe, auch schon da. Gut. Ansonsten kann man ja, wenn man kein Cloudinary benutzt, sich einen eigenen Ordner anlegen. Ne? Kann man, ich rate aber definitiv. Die ganzen. Mhm. Ich rate also, wenn man aber mehr, finde ich, Bilder hat für die Website, weißt du, dass man die alle in den Ordner reinlegt?
Kannst du nochmal wiederholen, weil du warst jetzt bei mir abgehackt. Wenn man, oder zumindest im Moment noch kein Cloudinary hat, damit man nicht in das Hauptverzeichnis alles hochlädt, damit man es einfach schneller findet, wenn man jetzt die Bilder immer lädt beim Webseitenbau, dass man einfach einen Ordner anlegt und die ganzen Bilder für die Webseite reinmacht. Ja. Ne? Zeige ich auch gleich nochmal, wie es geht. Trotzdem empfehle ich jedem, ein Tool wie Cloudinary zu verwenden. Es kostet nichts, ja, ist hochverfügbar, super stabil und es verbessert einfach die Seitenladegeschwindigkeit immens. Ist so, wenn es extern ist. Okay? Aber wenn ihr eben das in euren eigenen Account hosten wollt, geht ihr auf meine Dateien, klickt hier unten auf Verzeichnis hinzufügen. Ihr seht viele, viele Verzeichnisse, ja. So könnt ihr das auch machen. Ich persönlich präferiere Cloudinary, weil schnell, schick und schön. So, wir fangen an mit dem Logo. Jetzt ziehen wir uns das Logo rüber. Und wenn wir auch hier nochmal mit einem Rechtsklick draufgehen und auf Untersuchen gehen, ja, dann sehen wir hier, wenn wir da mit der Maus drüber fahren, das sind alles Tipps, die ihr euch merken könnt und sollt, weil so könnt ihr wirklich schick arbeiten. Ja? Dann sehe ich hier, wie groß das Logo ist. Das Logo ist jetzt 240 mal 42. Okay? Und somit ist es für mich perfekt. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Größe 240 und habe hier eine schöne Anzeige. So, das schiebe ich jetzt hier hoch. Was haben wir dann noch? Wir haben dann hier ein Menü und einen Button. Bedeutet, ich schnappe mir jetzt ein Menü. Welches haben die hier? Die haben da nichts dazwischen. Okay, nehmen wir das. Schieben wir hoch in den Header. Und danach haben wir einen Button, der im Grunde sagt, okay, Angebot einholen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal den hier und klopfen uns den hier hoch. Okay, was ich jetzt im ersten Step mache, wie du siehst, ich mache das jetzt alles erstmal relativ oberflächlich. Okay, um für mich zu schauen, kriege ich das überhaupt so hin? Passt das mit den Einstellungen etc. pp. Was uns jetzt aber auffällt, ja, oder was euch sicherlich auch aufgefallen ist, wir haben hier ein wirklich tolles Feature, das bei BuildAll noch nicht geht, nämlich die Möglichkeit zu sagen, ich habe den Header hier und der ist relativ breit. Ja? Und wenn ich runterscroll, verkleinert er sich. Dieses Feature gibt es in BuildAll leider noch nicht. Okay, genauso wenig gibt es die Möglichkeit, einen Header über dem Header zu machen, so wie hier, wo die hier ihre Kontaktdaten etc. haben. Okay, dementsprechend müssen wir jetzt überlegen, okay, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache einen kleinen Header, so wie hier, dann habe ich einfach alles drin, schaut schick aus, ist auch immer als fixierter Header hier. Oder ich sage, die Idee mit dieser oberen Zeile ist eigentlich auch schick. Ich will die auch haben. Dann gibt es eine Möglichkeit, wie wir das machen können. Der einzige Nachteil dabei ist, dass wir dann den Header nicht wirklich fixieren können. Okay? Doch, geht schon. Mm-mm. Nicht, wenn du nur diesen Header haben möchtest. Ich habe das vor kurzem erst gemacht. Wenn du beides fixierst, bleibt beides stehen. Eben, ich möchte aber nicht, dass beides stehen bleibt, weil dann habe ich so einen großen Header, sondern ich möchte, dass eigentlich nur dieser Bereich stehen bleibt. Ja? So ein großer. Okay, aber wir können trotzdem mal zeigen, wie es ginge. Okay? Vielleicht passen wir einfach an, vielleicht können wir es ja trotzdem so lassen. Was wir jetzt dafür zuerst brauchen, ist ein Banner. Okay? Bedeutet, du gehst jetzt hier in die Banner, holst dir einen ersten Banner rein. Den machen wir jetzt mit einer Farbe, die dazu passt. In unserem Beispiel ist es einfach ein helles Grau. Das werde ich jetzt auch nehmen. Und was ich jetzt mache, ich schiebe jetzt einfach nur den Header oder diesen Banner
über meinen eigentlichen Header, über meinen Menübereich. Okay, jetzt schauen wir nochmal, holen wir uns die Farben. Ich kann euch empfehlen, ein Tool herunterzuladen für Chrome. Das nennt sich Colorzilla. Okay, Tipp Nummer 2, Colorzilla. Wenn ich da jetzt draufklehe, kann ich jede beliebige Farbe, die hier irgendwo auf der Website ist, markieren. Okay, bedeutet, ich klicke da jetzt hier drauf, dann wird die Farbe kopiert und ich kann die jetzt im Grunde direkt mit Rechtsklick Ansicht bearbeiten, Farben, weitere direkt hier reinkopieren. Okay, und jetzt speichere ich die Farbe, damit ich die auch da habe. Hier gehen wir jetzt nochmal rein in den Header, nehmen den normalen Header und machen hier wirklich einen schönen weißen Hintergrund, dass wir hier eine schöne Abstufung auch haben und speichern das Ganze jetzt einmal. Okay? Wenn wir jetzt in die Vorschau gehen, haben wir jetzt hier im Grunde einen Header über dem Header. Jetzt gehen wir hier in den Header, damit wir noch einen größeren Effekt erzielen, gehen auf Ansicht bearbeiten und werden einen Schatten hinzufügen. Okay? Den machen wir auf 0 nach links, oben auf 3 und gehen einfach wieder auf Speichern. Wenn ich jetzt in die Vorschau reingehe, haben wir hier eine schöne Abtrennung durch den Schatten. Okay? Und das Ganze sieht schon mal relativ schick aus. Wenn wir jetzt auf die Seite zurückgehen und schauen, dann haben wir hier im Grunde einen kleinen Slogan. Den kopieren wir uns jetzt, gehen hier in unser Textelement und fügen jetzt einfach mal den kleinsten Block hinzu. Da haben wir noch keine Schrift geändert und deswegen gehe ich jetzt auch hier nochmal rein, suche mir die Schrift Rubik raus. Jetzt möchte ich Regular, weil die eh schon klein ist. Ja? Rubik. Regular. Und da machen wir jetzt einfach mal 13, 14. Ja, machen wir 14. Da machen wir 10 und 14. So. Und jetzt schieben wir das Ganze in den Header über dem Header. Okay? So, jetzt schieben wir das runter. Kopieren das hier mal rein. Und ich bin der Meinung, das ist fast ein bisschen zu groß. Ja, das ist zu groß. Also gehen wir hier wieder in die Schriftart rein und schauen mal, wie das dann schön ausschaut. Ja, also ich denke, mit 12 wird es auch noch gut ausschauen. Machen wir 13, dass man es lesen kann. Okay. So. Machen wir jetzt hier klein. Und hier schreiben wir jetzt einfach rein, ihre lokale Digital Marketing Agentur. Okay? Kann bis jetzt noch halbwegs jeder folgen mit den Erklärungen, die ich auch gebe. Ja? Manchmal denke ich mir, ich switch hier ein bisschen zu schnell rum, aber ich versuche immer was dazu zu sagen und dann, ja. Hoffe ich, passt das. Okay? So. Jetzt haben wir hier noch Telefonnummer, Info und Follow. Wie wickeln wir das jetzt um oder wie bilden wir das jetzt ab? Im Grunde gehen wir jetzt hier und kopieren dieses Element, weil es ja schön dazu gepasst hat. Ziehen das hier wieder rüber. Gehen jetzt hier auf den Kontakt und sagen, hier kommt die Telefonnummer rein, okay? Telefon. Geben wir jetzt hier ein. Und wenn wir jetzt hier schauen, dann haben wir hier ein Icon davor, okay? Das passt für mich jetzt nicht, deswegen würde ich jetzt hier über dieses Symbol ein anderes Icon hinzufügen.
Und zwar suche ich jetzt hier nach Phone. Okay? Gebe das hier rein und gehe auf Bestätigen. Ziehen das wieder runter. So. Dann haben wir das. Verkleinern das, weil es ausreichend ist. Wir könnten jetzt natürlich auch hierher gehen. Habe ich noch nie gemacht. Probiere ich mal aus. Neuer Style und machen das mal größer. Geht auch. Okay. So. Jeder gesehen, was ich da gemacht habe? Ich denke. Dann kopieren wir das nochmal. Geben das hier rüber. Und da hatten wir jetzt E-Mail bedeutet. Wir gehen wieder hier rein. Klicken wieder hier drauf. Suchen jetzt nach E-Mail, das heißt auf Englisch Umschlag, Envelope. Gehen auf Bestätigen und löschen das Telefon heraus. Wenn wir es denn können. So. Jetzt können wir hier noch reingehen. Wir können sagen, wir ändern da die Farbe. Wobei, ja, doch, können wir machen. Sticht hier nochmal ein bisschen mehr heraus. Du merkst, wenn du am Kopf schreibst, ja, wird das ein bisschen ungut. Oder am Header, dann musst du hier wirklich immer die Textbar hier verschieben. Aber gibt, glaube ich, auch Schlimmeres. So, und das machen wir ja auch lila. So. Ui. Haben wir nicht alles erwischt? So. Jetzt gucken wir, damit wir auch hier die gleichen Abstände haben. Mit einem Rechtsklick sehe ich, dass es von oben 22 Pixel verschoben ist. Also gehe ich hier mit Rechtsklick darauf und sage auch hier 22 und hier mit Rechtsklick. So, jetzt sehen wir hier gleich. Hier mit Rechtsklick auch auf 22. So, was wir jetzt hier haben, hier hat uns ein kleiner Fehler reingeschlichen. So. Und hier brauchen wir jetzt im Grunde die E-Mail-Adresse, nämlich E-Mail, das können wir ja weglöschen. E-Mail brauchen wir auch nicht hin, weil ist ja jetzt klar. Info, ui, da war ich zu schnell. So, info@agentur.de. So, haben wir jetzt hier alles in der gleichen Zeile, in der gleichen Reihenfolge und wir können jetzt eben auch noch hergehen und ein Follow Us brauche ich jetzt hier aber nicht oder möchte ich nicht. Deswegen schiebe ich das jetzt hier ganz hinter. Wir haben gesagt, 22 und das schieben wir hier auch rüber und auch hier gilt 22. Marco, ich hätte eine Frage. Hallo? Jawohl, du hast Echo hier. Puh. Ja. Ah, guckt noch jemand zu. Ja, Frage, bei dir geht immer auf in einer Ecke oben mit Soho Vault was speichern. Was ist das? Ignorieren, da futscht mir gerade ein Plugin dazwischen aus meinem Browser. Okay, danke. Wird bei euch nicht passieren. So. Gehen wir wieder rein. Bis dato alles klar, glaube ich. Und sieht ja hier jetzt, wenn ich mir mal nur den Header anschaue, schaut ja schon mal relativ schick aus.
Okay. So, was brauchen wir als nächstes oder was wäre jetzt der nächste Punkt? Wir haben jetzt im Grunde die Möglichkeit zu sagen, wir fixieren diesen Header, wie der Günther eben auch vorhin gemeint hat, ja. Und hier ist jetzt wichtig, dass wir zuerst diesen Banner fixieren, dass wir wirklich sagen, okay, auf Seite fixieren und auf allen Seiten zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir das nur auf der Startseite. Hier ist jetzt auch wichtig, Rechtsklick auf den Header, ebenfalls auf Seite fixieren. Und jetzt sieht man schon, das funktioniert so nicht, denn Builderall markiert oder erkennt den Header, das machen wir wieder weg, erkennt den Header als wichtigstes Element und da ist im Hintergrund in der Programmierung was, dass man sagt, okay, der Header muss immer im Vordergrund sein. Immer. Okay? Wenn wir den Header jetzt wirklich fixieren wollen, müssen wir Folgendes machen. Jetzt machen wir das wieder weg. Wir können im Grunde hierfür keinen Banner verwenden, sondern wir müssten jetzt hier reingehen und eine Box uns holen und die Box über den Header drüberlegen oder auf den Header drauflegen. Okay, die Box ist hier jetzt das entscheidende Element. Bedeutet, wir würden jetzt hierher gehen und sagen, okay, schieben mal kurz rüber und sagen, Rechtsklick, Größe 1920 im Minimum, nämlich so groß wie ein normaler Bildschirm ist. Es nervt mich jetzt hier wirklich auch schon, aber gut, kann man nichts machen. Und das Ganze mal zentrieren. Was wir jetzt hier machen können, ist, wir schieben jetzt den Text in im Grunde die Box hinein. Okay. Wir schauen uns hier mal 5. Hier haben wir 5. Hier haben wir auch 5. Machen die Farbe, passen die Farbe an, wie wir gerade schon gesagt haben. Farbe haben wir hier dieses helle Grau. Rand möchten wir keinen. Schatten, runde Grenzen auch nicht. So, ich werde jetzt mal hier das, ich kann es nicht entfernen, okay. So, was wir jetzt machen ist, wir haben jetzt hier diesen, diese Box und die Box schiebe ich jetzt in, auf die Seite, auf den Header, okay? Rechtsklick, zentrieren. Aber wichtig ist, dass es hier andockt, ja, es ist wirklich ganz, ganz wichtig. Dann schiebe ich das hoch, Rechtsklick, zentrieren. Und jetzt, wenn ich den Header fixiere, seht ihr, jetzt bleibt das sichtbar, weil es im Header fixiert ist, wie ein normales Element, wie das Menü, wie der Button, was auch immer. Okay? Ein Banner kann ich nicht auf einem anderen Banner fixieren. Bedeutet, brauche ich keinen fixen Header, also keinen, der beim Scrollen immer da bleibt, ja, dann kann ich einen Banner verwenden, weil dann ist er einfach nur sichtlich, wenn ich oben bin. Wenn ich ihn aber fixieren möchte, muss ich eine Box dafür verwenden. Okay? Fragen dazu? Hat es jeder verstanden? Ich denke mal. So, und wenn wir jetzt in die Vorschau gehen, dann sehen wir das hier wirklich recht schick. Da sehen wir, okay, müssen wir ein bisschen noch runterschieben. Aber ansonsten haben wir jetzt hier im Grunde, ihr seht, hier scrolle ich, ja, aber der Header bleibt gleich. Okay? So, mal gucken hier. Kommen hier Nachrichten rein. Chat, Chat, Chat. Wo ist der Chat? Ui. Okay, manchmal mag bei mir der Chat nicht angezeigt werden. So jetzt. Okay. Jetzt schieben wir das nochmal runter. 1, 2, 3. Ah, machen wir noch einen vierten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vorschau, perfekt. Gut. Wir schauen uns jetzt den nächsten Step an, denn Menü, Button etc. werden wir im Anschluss noch anpassen. Gehen wir einfach mal jetzt hier in, die, in den Header hinein. Okay?
Wir sehen hier als allererstes, ich denke auch ihr in der Übertragung, das hier, also diese Boxen hier, die sind weiß. Die haben einen weißen Hintergrund. Der Hintergrund hier hat eine andere Farbe. Okay, bedeutet auch hier wieder, ich gehe mit ColorZilla rein und pick mir jetzt hier einfach mal die Farbe aus. So, und er sagt aber spannenderweise, das wäre weiß. Also bin ich jetzt farbenblind? Es ist doch kein Weiß hier. Okay. Ja, dann machen wir das anders. Wir gehen jetzt hier rein und holen uns... Meinst du den Hintergrund oder in der Box? Nein, den Hintergrund. Nee, das ist kein Weiß. Dieser Hintergrund, der ist nie und nimmer weiß. Nie und nimmer. Aber er zeigt mir an Weiß. Und das hier ist kein Weiß, das ist auch weiß. Und das auch. Also, okay, da hat das System hier wohl einen kleinen Murks, aber wir werden da eine andere Farbe nehmen. Erst holen wir uns einen neuen Banner hinein für den. Es ist Header. Ein Farbverlauf, Marco, sehe ich gerade. Ja. Es fängt trotzdem, oben grau an und dann wird es weiß und dann wird es wieder grau. Kommt drauf an, wo du bist. Muss der Kollege, da scheint ein Layout drüber zu sein, der Kollege muss hier trotzdem eigentlich eine andere Farbe erkennen. Kann das nicht nur einfach ein Schatten sein? Spannenderweise seht ihr, jetzt übernimmt das auf einmal. Also er hatte hier gerade einen Bug anscheinend. Jetzt sehe ich das. Jetzt nimmt er die Farbe. Seht ihr? FC, FB, F9. Ja. Das ist ein Farbverlauf. Es scheint von oben mit einem dunkleren Grau anzufangen und dann ins Weiß zu gehen und dann wieder zurück in das Grau irgendwie. Und je nachdem, wo ich meinen Color Picker drüber habe. Ja, also bei mir hat er das jetzt gar nicht wollen. Ist aber überhaupt kein Problem, denn wir gehen jetzt hierher und haben jetzt hier definitiv auch eine leichte Abgrenzung, aber wir werden hier den Farbcode F7 nehmen. So, ist ein ganz leicht cremiges Grau, sieht aber relativ gut aus. So. Jetzt ziehen wir hier unsere Überschrift rein und wir brauchen jetzt im nächsten Step ein Bild. So, da schauen wir jetzt einfach mal, welches haben wir. Da haben wir hier den Kollegen, der hier hoch rennt. Also switchen wir rüber und suchen bei uns mal den Kollegen, der hier hoch rennt. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es jetzt über Builderall, über den Manager, okay. Ich mache sehr, sehr gerne direkt jetzt in Cloudinary, weil ich hier größere Vorschaubilder habe und hier genau in den Ordner reinkomme, wo ich nachschauen kann. Okay? Und du hast hier die Möglichkeit, in Cloudinary einfach nur die URL zu kopieren. Und das mache ich eben sehr gern bei normalen Bildern. Rechtsklick, externes Bild. Ja, da muss ich jetzt gar nicht hier in den Editor rein und schon habe ich das Bild da. Ja, also es geht weit schneller. So, machen wir ein bisschen größer hier und wir gucken mal, wie das hier aussieht. Also wir haben jetzt hier ein bisschen über die Hälfte, haben wir hier die Grafik, ist bei uns auch ein bisschen über die Hälfte, machen wir so hier. Wir bringen Ihnen, ja, das sieht man schon wieder, die Amis haben es leichter, weil die haben einen viel kürzeren Text als wir Deutschen. Schauen wir mal, wo das sind. Naja, schaut schon besser aus, wenn wir es so lassen. Wir bringen Ihnen neue Kunden. Gut, wir haben noch einen Text in der Überschrift, nämlich hier oben drüber. Und der Text hier sagt digitale Marketingstrategie. Digitale Marketingstrategien. Machen wir jetzt einfach mal, okay? So, schieben wir ein bisschen runter. Und hier haben wir dann einen regulären Satz, den wir hier über
diesen Bereich hier uns reinholen. Jawohl. Einfügen. Und dann nehmen wir jetzt auch eine andere, eine dunklere Farbe. Perfekt. So. Im Grunde, ja, im Grunde haben wir dann schon den ersten oder die ersten wichtigen Schritte gemacht im Header. Hier haben wir dann nochmal einen Button mit einer schönen Rundung. Da nehmen wir jetzt, welchen Button nehmen wir? Ja, nehmen wir auch den. Nehmen wir dann noch vergrößern. Hier klicken wir dann auf Angebot anfordern. Okay? So. Jetzt ziehen wir uns den Header ein bisschen kürzer, dass das reinpasst. Denn hier kommt ja dann schon der nächste Bereich. So, bevor wir jetzt hier weitergehen, wer weiß, was jetzt der wichtigste Part sein sollte im ersten Step? Speichern. Haben wir schon. Wir sollten uns vielleicht, bevor wir... weitermachen, uns ein paar Nerven sparen und uns einfach mal die mobile Version anschauen. Okay? Also Tipp von mir, immer nach ein, maximal zwei Bannern mobile Version anschauen. Ich möchte mir jetzt aber im ersten Step einfach mal die Seite anschauen, wie sie denn jetzt aussehen würde im Frontend, um einfach zu schauen, okay, passt da eh alles, haben wir eh keine Verschiebungen, etc. pp. Ja, das Backoffice ist heute mal wieder rasend schnell. Ich glaube, schaut schon relativ schick aus. Ja? So, bevor wir die mobile Version anpassen, Tipp von mir. Es sind hier zwar diese Trennlinien bei BuilderAll, ja? Aber hier ist jetzt ganz wichtig zu wissen, dass es nicht sinnvoll ist, die Texte direkt an den Rand zu schieben. Ja? Viele machen das, die schieben dann direkt die Buchstaben an den Rand, weil dafür ist der Rand ja da. Nein. Ja, denn wenn ihr das auf einem kleineren Bildschirm anschaut oder am Tablet oder sonst was, dann kleben die Buchstaben wirklich komplett am Rand. Und das sieht nicht schick aus. Ja? Mein Tipp, immer auf Position 10. 10 oder 20, dann habt ihr auch am kleineren Bildschirm keine Probleme mit irgendwelchen Texten und Grafiken, die wirklich komplett am Rand kleben. Vielleicht nur eine Macke von mir, aber mich nervt das, bin ich ganz ehrlich, okay? So, jetzt machen wir hier auch nochmal ein bisschen Farbe rein. Da können wir ein bisschen heller machen. So. Gut. Wir gehen in die mobile Version. Und bevor ich das jetzt mache, lade ich einmal die Seite neu. Also das Editorfenster, ja. So, und was sehen wir jetzt im Grunde? Wir haben jetzt hier den Header und im Header im Grunde alle Elemente, die wir auch im Desktop haben, sprich Logo, Navigation, Button, über Header, ja, und die ganzen Daten hier. Und dann haben wir hier im Grunde unseren Header und ihr seht,
weil wir schön mit dem Header gearbeitet haben, ja, und die Schriftgrößen angepasst haben. Das sieht schon relativ schick aus, ist auch alles so, wie es sein soll, in einem Banner drin. Okay, dementsprechend weit einfacher anzupassen. So, ich persönlich bin der Meinung, wir brauchen jetzt in der Handyversion nicht alle Elemente. Und das ist eben einer der Gründe, warum ich halt einfach Builderall so geil finde. Ja? Dementsprechend werde ich jetzt erstmal die Navigation lassen wir da. Diesen Button lassen wir auch da. Das will ich weghaben. Brauche ich in der mobilen Version. Brauche ich einfach nicht. Ja, da möchte ich mich aufs Minimum beschränken. Und die, die das jetzt zum braucht die ganzen Elemente da nicht am Handy. Okay. Am Desktop sind sie aber alle noch da. Und das ist absolute Freiheit beim Gestalten. So, ich schiebe das jetzt mal hoch, schiebe den Banner hier rüber, ziehe den hoch. Marco, ich hätte eine Frage bitte dazu. Mhm. Du sagtest gerade, wenn man das Teile entfernt bei der mobilen Version, bleiben die in der Desktop-Version bestehen. Mhm. Ich hatte das Beispiel schon, dass ich das geändert hatte in der mobilen Version, Teile gelöscht hatte und sie waren auf der Webseite auch weg wiederum. Deswegen wundere ich mich gerade, dass du das sagst, dass das eben so nicht der Fall ist. Entschuldigung, ich habe jetzt hier gerade einen Hänger gehabt. Ich habe jetzt nur gehört, du hast das erst kürzlich gemacht und dann? Nee, es ist schon Zeitl her. Ich hatte es erstellt. Die überschüssigen Sachen, die ich im Web, auf der Mobilversion nicht brauche, eben gelöscht, wie du es gerade gemacht hast. Mhm. Und auch so angepasst und verschoben. Mhm. Und in meiner Web-Desktop-Version haben dann Sachen auch gefehlt und waren an anderen Stellen, obwohl ich mit Boxen, Bannern und Codem alle gearbeitet habe. Mhm. Dann sage ich, war das in deinem Fall vielleicht ein Bug? Denn okay. Ich habe ja gerade auch gezeigt, ja, in live, es ist ja wirklich so. Also wenn man das macht, normal und wirklich am Handy löscht, ja, beziehungsweise ausblendet, ja, versteckt, dann wirklich beeinflusst die Desktop-Version definitiv nicht. Okay, danke. Gerne. War wahrscheinlich ein böser, böser Bug. Und ja. So. Jetzt haben wir hier so, da war der Papa weg. Bin ich noch da? Oder bin ich wieder da? Wieder, ja, wieder. Ja, ein Hoch auf die Technik, ja. Scheiß Internet heute und wirklich hier gerade komplett abgekackt, ja. Ihr lieben Zuschauer auf YouTube, schön, dass ihr noch da seid. Geht gleich weiter. Okay. Ich weiß nicht, was ihr noch gehört habt und was nicht. Ich habe hier fleißig erzählt. Aber ihr seht, ich habe hier mit einem Rechtsklick, ja, und Anpassung mobil die Schriftgröße von diesem Text verändert. Okay? Wichtig ist hier, dass ich nicht den Doppelklick gemacht habe und da hier was geändert habe, sondern mit Rechtsklick und Anpassung mobil. Wenn ich das so mache, betrifft das auch wieder nicht die Desktop-Version. Sondern ich passiere wirklich nur mobil an. Okay, ist ein Fehler, den viele, viele gerne machen. Okay? So, nächster Tipp. Sämtliche Texte nicht breiter als 280 Pixel.
Warum? Gerade bei Browsern wie Safari und Co. oder Facebook oder Instagram, eigener Browser, die interpretieren Schriften teilweise komplett selbst und verändern die auch. Bedeutet, wenn ich jetzt hier angebe, keine Ahnung, 15 Pixel und das passt genau in den Bildschirm rein, dann kommt aber Apple zum Beispiel her oder der Facebook-Browser oder Instagram-Browser und die machen den Zeichenabstand, also den Abstand zwischen den eigenen Buchstaben, größer und somit verrutschen oft Wörter und Sätze in die nächste Zeile, was kein Mensch will. Wenn ich das jetzt hier in der Vorschau auf 280 Pixel einschränke, dann habe ich sehr oft schon einen neuen Zeilenumbruch und kann relativ, relativ sicher sein, dass es auch bei anderen Browsern, Facebook etc. vernünftig angezeigt wird. Okay? Jeder verstanden? Dritter Tipp. Gut, also auch hier 280 und den Banner können wir hier ruhig am Handy dann ein bisschen größer machen. Wir zentrieren das Ganze, schieben das hoch. Okay? Wir gehen jetzt auf Speichern. Und jetzt werde ich mir das hier mal kopieren, in meinen Telegram-Messenger an mich selbst schicken und jetzt hier vor Ort direkt mal ganz kurz anschauen, wie es am Handy ausschaut. Okay? Kurzen Augenblick, einfach auch mal, um zu zeigen, dass die Dinge wirklich halbwegs vernünftig gehen. So, ich gucke da vorher. Besser. Und das Ganze wird jetzt geöffnet im Telegram-Browser. Okay? Aber wenn ihr euch das anschaut, perfekt positioniert, alles mittig, perfekt. Okay? Bis hierher Fragen. Jeder noch in Ordnung. Wer baut denn hier eigentlich mit? Also ich sehe, ich glaube, der Günther baut am zweiten Bildschirm irgendwie, irgendwas macht der Günther am zweiten Bildschirm. Kann natürlich sein, dass er irgendwie auf irgendwelchen komischen Seiten herumsurft, aber ich glaube, er baut hier so ein bisschen mit. Kann er ja den zweiten Bildschirm übertragen. Okay. Gut, dann gehen wir wieder in den Bildschirm hinein. Ein großes Hallo nochmal an alle YouTuber. Und ja, ich möchte jetzt den Bereich hier doch finishen, denn mich stört das jetzt so ein bisschen, dass es halt nicht perfekt ausschaut. So, bedeutet, wir gehen jetzt wieder in die Desktop-Ansicht und werden jetzt mal ganz kurz das Menü auch anpassen. Okay, das heißt, wir gehen auch hier Rechtsklick bearbeiten, Ansicht bearbeiten und gehen jetzt hier auf Schrift und wählen hier, wie hat unsere Schrift geheißen? Wer weiß es noch? Ruby. Wo? Rubik. 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 Danke. So, da machen wir Light. Nee, dann ein bisschen zu hell, regular. So, hier machen wir Schriftgröße 16. Aber eigentlich, ja doch, machen wir 16. Schrift auf dem Handy machen wir ebenfalls Rubik. Dann machen wir auch regular und dann machen wir 13, 12. Abstände, ja, ich glaube, die passten so. Untermenü gucken wir uns später an, denn wir werden auch mit einem Untermenü arbeiten. Und ich denke mal jetzt im ersten Step, lassen wir das. Dann gehen wir in die Menüpunkte hinein, benennen das Ganze jetzt um. Ui, da war ich falsch. Benennen das um und nennen das jetzt einfach mal klassikermäßig Home. Was brauchen wir noch? Über uns. Was brauchen wir noch? Services. Was brauchen wir noch? Kontakt. So, Claudia, was brauchen wir noch? Die grinst die ganze Zeit nur. Services, Kontakt. Ja. Lassen wir mal, oder?
brauchen immer viel Grinsen durch dessen. Ich werde von meinem Schatz immer abgelenkt, der am großen Rechner auch zuhört, dessen auch die Rückkopplung im Ton. So, machen wir einfach so. Gut. So, jetzt schieben wir das einfach ein bisschen rüber. Aber die haben da eine andere Schrift auf der anderen Seite. Die haben da eine andere Schrift. Was haben die? Untersuchen. Manchmal muss man ein bisschen runter, aber ist auch Rubik. Aber eben groß geschrieben. Okay. Groß, weil es schaut ein bisschen besser aus. So. Über uns. Services und Kontakt bestätigen. Ja, das schaut schön aus. So, den Button hier werden wir auch abändern. Wir werden hier natürlich bei Rubik bleiben. Ist überhaupt ein Tipp von mir, nach Möglichkeit nicht mehr wie, also wirklich höchstens drei verschiedene Schriftarten verwenden. Okay? So, Schrift am Handy nehmen wir auch Rubik Bold. Da machen wir 12 draus. So. Wir gehen auf Speichern und schauen uns das hier an. Ja. Und hier gefällt mir persönlich dieses Fette nicht und dementsprechend machen wir da das normale Regular. Mhm. So, wir nennen das Angebot anfordern. Ein bisschen vergrößern. Ja. Machen ein bisschen Abstand und dann passt das. So. Dementsprechend kann ich jetzt für mich behaupten, den Header-Bereich etc. pp. Haben wir hier jetzt mal schön drin und können im Grunde weiterschauen bzw. schauen, was hier als nächstes kommt. Wir haben jetzt hier im Grunde drei verschiedene Blöcke. Okay. Und da werden wir unsere drei Hauptangebote reinmachen, nämlich das, wo wir unsere absolute Spezialität in der Agentur haben. Okay. Und ja, das lassen wir so. Gehen wir in dem Fall in unseren Sitebuilder und holen wir uns einen neuen Banner. Ich gehe jetzt hier wieder auf Banner, gehe auf von mir genutzt und hole mir hier diesen zweiten Banner rüber. Beziehungsweise welchen haben wir hier verwendet? Hier haben wir den 1er verwendet. Okay. Hier Ansicht bearbeiten, zurück und 1. Wir schieben das Ganze hoch, vergrößern das hier ein bisschen, weil wir ein bisschen mehr brauchen. Und da kommen jetzt diese drei Boxen hinein. Welche Besonderheit haben die drei Boxen? Die Boxen sind weiß, haben einen abgerundete Ecken, haben auch einen Hover-Effekt. Das heißt, wenn ich mit der Maus drüber gehe, passiert da was. Das werden wir uns dann auch anschauen. Ja, und dann haben wir die Images, Text und das machen wir jetzt. So, wir gehen also auf das Plus, holen uns eine Box, nehmen da jetzt irgendeine, weil es völlig wurscht ist.
und gehen jetzt zuerst einmal auf die Ansicht. Wir machen jetzt hier Farbe weiß. Rand wollen wir keinen. Runde Grenzen wollen wir jetzt für dieses Beispiel 15, sage ich einmal. Eventuell, na, da können wir mehr machen. Nochmal 30. So. Und Schatten lassen wir hier jetzt mal weg. Wir schauen jetzt mal, wie das ausschauen würde, wenn wir das hier reinbauen. Ja, hat schöne Abrundungen. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Okay? So, wir brauchen jetzt also zuerst hier unser Bild, unsere Grafik. Also holen wir uns jetzt hier ein neues Bild. Geben das hier mal mittig rein. Und schauen, welches das ist. Einmal Blöcke, Board mit Pfeil. Okay. Blöcke, Board mit Pfeil. Ich glaube, das ist das hier. Rechtsklick, Bild ändern, rein und fertig. Ja, schaut gut aus. Ein bisschen groß. Genau, bevor wir weitermachen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir im Grunde den gesamten Raum ausfüllen und alles relativ gleichmäßig ist. Okay? Und was ich euch da jetzt empfehle, ist einfach Folgendes. Ja? Wir wissen, und für die, die es nicht wissen, zeige ich das jetzt mal hier in einfach mal in einem Beispiel. Nehmen wir das jetzt hierher. So. Wenn wir hier bei 0 anfangen, also hier bei Position 0 und auch hier, ui. So. Position 0. Und wir ziehen das jetzt ganz rüber bis zum Ende. Ja, dann haben wir hier genau, das wäre richtig, 1240 Pixel Breite. Okay, das ist der sichtbare Bereich. Jetzt muss ich hier aber im Grunde 10 Pixel wegziehen und hier auch, damit ich eben nicht am Rand bin. Bedeutet, ich habe jetzt hier wie viel? 20 weg, 1220. Wenn ich das jetzt zentriere, habe ich eben hier 10 Pixel breit Rand und hier auch. Okay? Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt herauskriegen, wie breit eine solche Box sein darf, damit ich wirklich 3 gleich große Boxen nebeneinander bekomme, bis zum Ausfüllen des Bereichs. Macht Sinn? Okay, und damit gehen wir jetzt einfach hier rein in den Taschenrechner und sagen, okay, wir haben 1220. Aber was wir vergessen, wir brauchen ja zwischen den 3 Boxen auch nochmal Abstand. Sagen wir jetzt auch mal 10 Pixel. Ja, macht Sinn. Dementsprechend muss ich jetzt nochmal 20 wegnehmen, weil hier links habe ich schon, rechts habe ich schon. Hier brauche ich und hier brauche ich. Also bedeutet, ich muss jetzt hier nochmal 20 Pixel abziehen, damit ich jetzt wirklich ganz genau 3-mal oder 4-mal im Grunde den Abstand abgezogen habe. Und jetzt gehe ich hier aufgeteilt durch 3 und weiß genau, ich kann 400 Pixel Breite haben, damit das perfekt reinpasst. Okay? Und das werden wir jetzt einfach dann mal auch austesten. Wir machen jetzt hier und nochmal. So, haben jetzt hier 3. 1, 2, 3. So, hier Größe 400. Ah, Entschuldigung. Hier 400. Hier Breite 400. Und hier ebenfalls Breite 400. Okay? So, und wie ich das jetzt im Normalfall mache, ja, ich fange jetzt hier bei dem mittleren an, gehe hier auf Zentrieren, weil dann ist es genau in der Mitte. So, dann fange ich hier mit dem an, gehe hier auf 10, dann ist es hier genau in der Mitte. Und wenn ich jetzt hier im schlimmsten Fall direkt andocke, dann gehe ich hier
einfach mit der Pfeiltaste, mit der Cursor-Taste und gehe ich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und habe jetzt hier wirklich ganz genau und überall gleich den Abstand. Jeder verstanden? Oder war das verwirrend? Okay, so kriegt ihr es im Grunde hin, dass ihr genau herausfindet, ohne da jetzt mit dem Lineal und Rechnen und Mitte und hin und her, im Grunde einfach nur den Taschenrechner nehmt und wisst genau, okay, ich habe 1200 Pixel, ich möchte jetzt drei Elemente oder vier Elemente, je nachdem, nebeneinander platzieren und dann teilst du das einfach dadurch und weißt genau, wie viel Platz hast du in der Breite pro Element, okay? So, die mache ich jetzt wieder weg, denn wir wollen jetzt hier einmal weitermachen. So, wir gehen hier auf Zentrieren. Wir haben hier unsere H3-Überschrift, die wir hier reinknallen. So, die Überschrift ist jetzt hier, ja, völlig wurscht. Kopieren wir jetzt einfach mal. Steuerung C. Online Reputation Management. Da werde ich schon mal in die zweite Zeile umbrechen, damit wir das für die mobile Version nicht machen müssen. Hier haben wir dann wieder ein bisschen Text. Das knöpfen wir uns vor mit der normalen Textgröße, wobei das ein bisschen groß. Dementsprechend werden wir hier jetzt einfach die mittlere Variante nehmen und anpassen. Nehmen wir mal hier rein. So, zentrieren, dann schieben wir das Ganze hier rein, verkleinern das, zentrieren das und schauen mal in die Einstellung, was wir hier haben. Also Rubik 20, hier haben wir Lato, das ändern wir um auf Rubik, Regular, ja, was macht man da? Wobei Regular ist mir da ein bisschen zu heavy, machen wir so. 16 oder 15. Ich glaube, 15 ist ausreichend. Gell? 20. Hier machen wir Rubik Light. Und hier machen wir 12. Wir müssen mal gucken, ob wir damit hinkommen werden. Mittig. Gut. Zentrieren. Und hier haben wir dann einfach nur noch einen kleinen Button mit mehr erfahren. Okay? So, also nehmen wir uns diesen kleinen Button und sagen hier mehr erfahren. Ansicht bearbeiten. Schriftgröße nehmen wir wieder Rubik. Regular, Schriftgröße 12, 13, machen wir dick und nehmen hier die Schrift auf dem Handy, ebenfalls Rubik, Regular, machen wir 11, fett. So, und jetzt gehen wir in die runden Grenzen und sagen, wir machen hier 50 jeweils, denn dann haben wir diesen im Grunde Halbkreis, den wir da wirklich zusammen hinbekommen. Schatten möchte ich keine. Wir könnten auch hergehen und sagen, okay, Farbe des Hintergrunds. Weiß. Und Hintergrundfarbe, ja, da können wir das hier lassen im Grunde. Aber wir müssen hier wieder in die Schrift hinein und mal kurz was ändern, weil da war ein kleiner Bug. So, warum hat der hier meinen Schatten, den ich ja gar nicht will? Danke. So, ja, da sieht man, kleiner Bilder-All-Bug, ja, er hat jetzt hier die ganzen Dinge wieder rausgeschmissen, nachdem ich hier was gemacht habe. So, genau so machen wir das jetzt. Gut, und jetzt sehe ich, oder für mich ist das Bild ein bisschen zu groß, also mache ich ein bisschen kleiner,
schiebe das hier ein bisschen nach oben, schiebe das hier ein bisschen nach oben. Meinen Button knalle ich hierher. So, und im Grunde habe ich hier jetzt meiner Meinung nach ja, eine gute, schöne Kopie. Wir können jetzt hier nochmal reingucken. Die haben einen leichteren Rand als wir. Vielleicht machen wir dann mal 20 draus. Ja, machen wir da 20 draus. Ansicht bearbeiten. 20. Genau. 20. Zentrieren. Ja, jetzt schaut das gut aus und gehen hier auf Speichern. So, und damit ihr, ich meine, ich weiß nicht, wer das schon so macht, ich mache das halt immer so. Ihr habt ja gesehen, ich habe vorhin die drei Boxen schon hergemacht, habe die aber wieder gelöscht. Warum? Weil ich immer erst hergehe und sage, okay, wenn ich jetzt dreimal das Gleiche brauche, hocke ich mich jetzt nicht hin und baue dreimal das Gleiche. Okay, bedeutet, ich gehe jetzt hier mit Rechtsklick drauf, kopiere das, habe hier im Grunde die perfekte Kopie, gehe hier nochmal mit Rechtsklick drauf, kopiere das, habe hier nochmal die perfekte Kopie. Okay, hier zentriere ich das Ganze, hier gehe ich rüber, bis ich da anstoße, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und im Grunde schaue ich jetzt hier einfach nur, dass alle Elemente auf der gleichen Höhe sind. Bedeutet hier Position 40, Position 40. Da muss man überhaupt nicht mit Lineal oder sonst was arbeiten, sondern es geht hier viel einfacher. Okay, jetzt gehe ich hier rein, suche mir das zweite Bild aus. Das ist hier mit einem, ja, das hier ist es. Kopieren, Rechtsklick, einfügen, fertig. Und die zweite Grafik haben wir einen Flipchart mit Statistik. Hier, ja, mit Statistik, Rechtsklick, externes Bild, ändern, fertig. Speichern. So, und wenn wir uns das Ergebnis jetzt hier im Frontend anschauen, haben wir hier im Grunde meiner Meinung nach eine geniale Auflistung, wie auf dieser Seite auch. Was mir jetzt allerdings auffällt, ja, geht euch vielleicht auch so. Hier haben wir, keine Ahnung, 40 Pixel breit, circa Platz, ja, und hier ist alles relativ nah. Gefällt mir jetzt nicht, weil wir wollen ja im Hintergrund jetzt gleich den Hover-Effekt auch noch hinbekommen irgendwie. Okay? Also gehen wir hier wieder rein und fangen jetzt hier auch wieder das Rechnen an, beziehungsweise sagen jetzt hier einfach, wir nehmen überall, also bei beiden, jeweils 20 Pixel weg. Okay? Also gehen wir auf 380. Jo, das schaut gut aus. 380. Ui. 380. Und hier auch 380. Jetzt müssen wir nochmal in alle Elemente rein und auf Zentrieren gehen, was aber ganz, ganz fix geht. Zentrieren, 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 zentrieren und auch hier zentrieren, 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 zentrieren. Habe ich hier zentriert? Ich glaube, so schaut es besser aus. Jetzt gehen wir allerdings hierher und sagen, das gesamte Element müssen wir auch zentrieren. Ja. Hier gehen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So, jetzt haben wir hier die gleichen Abstände. Und ich glaube, das sieht jetzt auch ein bisschen besser aus, als wenn wir das hier wirklich so knallhart eng haben. Schauen wir uns mal an. Schaut besser aus, oder? Ja, gefällt mir. Gut, nachdem ich heute sehr ungewohnt ja ein Live-Training mache, ohne dass hier irgendwie ständig einer reinbappelt, seid ihr noch da? Geht's euch gut? Seid ihr schon eingeschlafen? Es ist super, alles fantastisch. Gut. Eine Tastenkombination für das Zentrieren wäre nice. Ja, das ist richtig. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe heute mit meinem Grafikprogramm gearbeitet und weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin auf Rechtsklick aufs Element und wollte
Zentrieren machen. Und das geht in meinem Grafikprogramm nicht. Also so deppert. Schon komplett geschädigt. Ihr Lieben auf YouTube, wir haben ja auch 8 Leute, die live zuschauen. Ich hoffe, euch geht's gut. Lasst mal was von euch hören. Gut, dann würde ich jetzt hergehen. Wie lange sind wir hier schon drin? Ne? Knappe Stunde. Na, wir sind ja schon 1,5 Stunden. Meine Fresse da. Wow, wir machen den Box-Effekt. Okay, den Hover-Effekt für die Box. Marco? Jawohl, ja. Ich hätte noch kurz eine Frage. Und zwar mit dem Kopieren der Boxen. Ohne Kamera an, brauchst du mir Warte. Gar nicht. So, hi. Okay, also ich habe bei einer Website von einem Kunden Testimonials eingefügt und das auch über Boxen. Und auch mit Bild in der Box und habe das dann wie du jetzt kopiert, hatte aber dann das Problem, wenn ich in einer Box das Bild geändert habe, hat es mir das auch in der anderen Box geändert. Was habe ich da falsch gemacht? Hast du ein Bild extern auf die Box draufgelegt oder war das Bild der Hintergrund der Box? Nee, das Bild war extra in der Box drin, also nicht als Hintergrund, sondern im Prinzip so wie du jetzt. Weiß ich nicht. Ich okay. kann mir da jetzt nur vorstellen, dass vielleicht ein kurzfristiger Bug war oder irgendwas, ja. Kann auch unter Umständen sein, dass Bilder-All, wenn du, ich gehe davon aus, du hast die Bilder über den Bilder-All-Ordner gemacht. Ja, die sind ja. über den Bilder-All-Ordner. Dass Bilder-All da vielleicht einen Blackout bekommt, weil er nicht kapiert, warum das Bild jetzt zweimal da ist und vielleicht da irgendeine Verknüpfung nicht gepasst hat. Ich weiß es okay. nicht. Ja? Deswegen sage ich, also ich mache das wirklich liebend gern mit Cloudinary, wobei es früher da auch Probleme gab, ja, dass wenn ich einmal ein Bild geändert habe, konnte ich da keine andere URL mehr einbinden, weil das nicht genommen hat. Das ist alles mittlerweile gefühlt. Es geht halt wirklich. Weil das Problem hatte ich vorher. Ich hatte es zuerst über Cloudinary gemacht und zu der Zeit ging es dann nicht mehr. Mhm. Und dann hatte ich es über Bilder-All gemacht. Ja. Genau, das war die Zeit. Ist aber seitdem nie mehr vorgekommen. Ja, und ich kann jedem nur empfehlen, also wirklich Cloudinary. Okay. Nummer eins, wirklich Nummer eins. Vor allem das Schöne, was ich eben mag, ist dieses, ich musste jetzt nicht durch die ganzen Ordner in dem Bilder-All-Galerie switchen und suchen, sondern ich bin in meinem Cloudinary-Ordner, hole mir nur den Link, füge den ein und du siehst ja oder ihr seht ja, das geht ratzfatz, ja. Und das, also wirklich, kann ich eben nur empfehlen, okay? Okay, alles klar, danke. Gerne. So, jetzt passen wir noch ganz kurz, bevor wir den Hover-Effekt machen, die mobile Version an und schauen uns, wie das da ausschaut. Moin. Na, schau mal. Ach, das ist Bilder-All. Mega geil. Mega geil. So, schieben wir mal runter. Und im Grunde mache ich jetzt nichts anderes wie zack, rüberschieben, nach oben andocken, zentrieren. Ui. Du müsstest, glaube ich, deine Bildschirmübertragung ja, nochmal anmachen. Wir sehen nichts. Wir sind neugierig, wie es ausschaut. Wie klein doch Bilder-All ist. Oh, ich denke mir gerade, okay, ich lade die Seite nochmal neu für euch und werde hier mal die Bildschirmübertragung starten. So, also, mobile Version. So sieht's aus. Ja, und das sieht man, sieht schon wirklich schick aus. Okay, wir schieben das Ganze jetzt runter, hauen das rüber und dann gehe ich hier einfach nur auf Rechtsklick, zentrieren, Rechtsklick, zentrieren, Rechtsklick, zentrieren. So, auch hier die Reihenfolge passt. In dem Fall, manchmal ist die Reihenfolge umgekehrt, da macht Bilder-All aus irgendeinem Grund die Überschrift oben, obwohl ich es nicht so habe. In dem Fall heute Vorführeffekt. Perfekt. Und deswegen Rechtsklick, zentrieren. So, hier haben wir jetzt wieder den Punkt, 300 Pixel breit, der Text, okay? Unbedingt ändern auf 280 und zentrieren. 280 und zentrieren. Rechtsklick, zentrieren. Rechtsklick, zentrieren. 280, zentrieren. 280, zentrieren. Button, zentrieren. Marco, warum zeigt er dann 278 an, wenn du 280 eintippst? So, wenn ich wieder draufgehe, ist es korrekt.
Es ist nur ein Anzeigefehler bei Bilal. In dem Moment, wo ich was ändere. Guck. Bei mir nehme ich auch immer so. 280, dann macht er 2 Pixel weniger. Okay. Aber sobald ich jetzt wieder drauf gehe, ist es ganz genau 280. Also okay. Von der Seite ignorieren. Zentrieren. Zentrieren. Vielleicht mit dem neuen Zeitbild ja auch nicht mehr so vorgegeben oder verfügbar. Zentrieren. So, ihr Lieben. Seht ihr, wie schnell ich hier diese, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, scheiß mobile Version anpasse? Die mobile Ansicht, ja, wo alle immer schimpfen und sagen, das dauert so lang. Ja? Jetzt gucken wir uns hier nochmal, weil wir ja lustig sind, die Version am Handy an. Okay. Schaut geil aus, oder? Und perfekt. Ja, und die Anpassung jetzt hier dauert mich pro Sektion, also pro Banner, maximal, na, mach mal ganz viel, 2 Minuten. Ihr habt es gesehen, es war jetzt eine halbe Minute. Chirp, 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 chirp. Okay? Maximal 2 Minuten. Boah, damit kann man doch wirklich leben, oder? Da habe ich noch eine Frage dazu. würdest du empfehlen, die mobile Anpassung immer pro Sektion zu machen? Weil wenn ich eine große Website fertig gebaut habe, war nämlich mein Problem, dass die ganzen Banner-Elemente so durcheinander waren und kreuz und quer auf der Mobilansicht hingen, dass, da hatte ich Ewigkeiten, um das zu sortieren. Mein klares Statement, meine klare Empfehlung, mach es genauso, wie ich das jetzt in diesem Training mache. Sektion für Sektion. Okay. Manchmal, also immer rüber switchen das, dann, ne? Also wirklich, das Maximum sollten 2 Banner sein, die du gleichzeitig bearbeitest. Dass du wirklich sagst, okay, jetzt machst du 2 Banner und danach switcht auf die Mobilansicht. Ja? Du sparst dir so viel Arbeitszeit. Ja? Und gerade wenn du sagst, eine lange Page oder eine große Seite, ja? Und du hast wirklich die diese ganzen Überlagerungen, da gehst du kaputt. Da gehst das habe ich gemerkt. Ja? Und deswegen Step by Step, chip, chip, chip. Okay. Macht super viel Spaß, geht super easy und du siehst es wirklich alles genauso, wie es sein soll. Okay? Alles klar. Gut. So, dann machen wir hier den finalen Part für heute. Ja, schaut schon schick aus, du. So, wir ziehen den Footer wieder ein bisschen runter, dass wir ein bisschen Platz haben. So, was haben wir denn als nächstes? Ach so, ja, den Effekt. Entschuldigung. So, was machen wir jetzt? Also, wir gehen jetzt wieder in unsere Boxen, gehen auf von mir genutzt und gehen hier auf diese Box und die holen wir uns jetzt mal her. Okay? Rechtsklick, Ansicht bearbeiten, zurück. Und jetzt gehe ich einfach hier, also das ist mein weißer Banner, ja? Und gehe hier auf Kopieren. Und markiere das. Ihr seht, das ist der weiße Banner mit dem Rand. Okay? Jetzt benenne ich den schnell um und sage, den nenne ich Banner, Entschuldigung, Box Hover. Okay? Und jetzt gehe ich hier rein auf Ansicht bearbeiten und gehe einfach nur auf Schatten. Ich will da jetzt einen Schatten haben. Und schiebe jetzt alles hier auf 0, also genau in die Mitte. Das hier auch, genau in die Mitte. Okay? Und jetzt haben wir hier einen Regler, wo entweder ein großer Schatten kommt, also sehr verschwommen ist, oder nur leicht. Und hier habe ich eine Größe vom Schatten. Sprich, wie groß der Schatten wirklich ist. Okay? Mein Tipp jetzt für dieses Beispiel, Größe 5 und verschwommen Größe 15. So, und wenn wir jetzt hier wegklicken, sehen wir, dass der Schatten relativ nah an der Box ist. Und in dem Fall gehe ich nochmal in den Schatten rein und sage, ich möchte, dass der ein bisschen mehr verschwommen ist. Also machen wir 25. Okay, bis dato kann jeder folgen.
Jetzt gehen wir auf die Box hier mit einem Rechtsklick und sagen Hover-Effekt für Gruppe. Da klicke ich jetzt drauf und sage jetzt bei der Box möchte ich Box Hover. Der Button ist jetzt völlig wurscht, ich rede nur von der Box. Und wenn ihr seht, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, dann seht ihr im Hintergrund schon eine Veränderung. Aber wir lassen das mal, gehen auf Bestätigen. Hier machen wir das Gleiche, Box Hover. Und hier machen wir auch das Gleiche und wählen auch hier Box Hover. Jetzt gehe ich auf Speichern. Gehe in meine Live-Ansicht. So. Die Seite hat übrigens schon geladen. Also so schnell, da sieht man überhaupt gar nichts mehr. Ja? So, und wenn ich jetzt mit der Maus hier drüber fahre, habt ihr einen mega genialen Hover-Effekt. Für mich persönlich passt der noch nicht ganz. Ich möchte ihn wirklich größer haben. Gehe hier nochmal auf Ansicht, Bearbeiten, Schatten und mache hier noch mehr. Also ich mache jetzt hier 50, ist mir völlig egal. Gehe nochmal auf Speichern. Aktualisiere die Seite. Tschüpp, schon da. Ja. So, ich hoffe, ihr könnt das auch in der Übertragung sehen, auch auf Facebook, auf YouTube. Wer kannte diesen Hover-Effekt noch nicht? Hat nicht gewusst, wie er das macht? Okay, dann habt ihr auf jeden Fall was mitgenommen. Freut mich mega. Ihr könnt natürlich jetzt auch hergehen und sagen, ihr macht den Schatten in einer anderen Farbe. Ja, sodass man jetzt wirklich hier und sagt, okay, ich will den Schatten jetzt nicht schwarz haben. Ja, weil schwarz ist, keine Ahnung, scheiße. Wir haben recht viel Pink, Lila, bla bla bla. Ich möchte jetzt zum Beispiel den Schatten, gehen wir mal rein, lila haben. Oder so. Ja. Ja, das ist gut. Gehen auf Speichern. Schauen uns das in der Live-Ansicht an. Und ich glaube, es könnte sogar noch besser ausschauen jetzt. Tschüpp. Schaut noch besser aus als das Schwarze. Okay? Jo, und dementsprechend haben wir einen ganz essentiellen Part. Jetzt können wir das hier auch löschen. Das habe ich jetzt nur gelassen für den Fall, dass ich noch was, keine Ahnung, anpassen möchte oder brauche. Ja? Wenn ich das jetzt lösche und speichere, also der Effekt geht nicht verloren, weil dieser Stil gespeichert ist. Okay, bedeutet, ich kann auch jetzt hier drüber fahren ohne die Box und die ist noch immer da. Okay, so. Jetzt gucken wir mal, weil es ist wirklich schon nach 9. Ne, das machen wir im nächsten Call, denn ich glaube, hier geht es dann wirklich darum zu sagen, abgerundete Banner, oder wollt ihr das noch wissen? Seid ihr noch da? Ist schon spät, gell? Ja, passt. Ja, ich könnte ja jetzt hier noch komplett weiterbauen. Das ist bei mir so. Hier, ja. Aber Fakt ist, du hast hier wirklich die Möglichkeit, also den Vergleich möchte ich jetzt nochmal machen. Ja? Also den Vergleich schauen wir uns jetzt nochmal an. Wo haben wir hier den Link? Hier, so. Also, das ist unsere Bilderseite, okay? Und das ist das Original. Ich meine, ja, ein paar Punkte, ne, sind hier vielleicht schon ein bisschen anders, okay? Aber im Großen und Ganzen schaut das hier schon relativ gleich dem aus, was wir hier nachbauen wollen. Oder seht ihr es nur nicht so? Nein, oder? Schon. Also da kann man wirklich sagen, man kann das wirklich nachbauen. Okay? Nächstes Mal gehen wir für die nächsten, also jetzt müssen wir nicht mehr so viel erklären, keine Einstellungen mehr machen in den Seiten. Ja? Das heißt, ich denke, wir werden das nächste Mal definitiv 1, 2, 3, 4, nächstes Mal kriegen wir die Startseite fertig. Da sind es noch 4 Sektionen. Okay? Kriegen wir nächstes Mal fertig.
Und wir reden dann darüber, wie man diese geschwungenen Banner reinbekommt oder diese Wellenlinien. Ja? Ich sage es vorab schon, ihr werdet nicht drum herum kommen. Ihr braucht definitiv irgendein Grafikprogramm. Ihr braucht was, okay? Ihr braucht kein Photoshop dafür, ja, braucht kein Schwein. Aber irgendein Grafikprogramm braucht ihr. Ich werde euch zeigen, wie ich das in meinem Grafikprogramm mache. Ja, ihr werdet es in einem anderen Grafikprogramm, wenn ihr da eins habt, vielleicht genauso machen können. Gewisse Dinge kann man auch in Canva machen, ja, dieses Online-Tool, aber nicht alles, ja, aber manche Dinge, so ein paar abgerundete Dinge, kann man auf jeden Fall in der Pro-Version sehr, sehr gut machen oder so, wie es Reto, glaube ich, letztens gezeigt hat, hier einfach dann im Anschluss Banner in Hintergrund entfernen, aber da verpixelt das teilweise schon wieder und ist schon wieder nicht so schön, ja. Zeige ich euch aber trotzdem, wie ich es mache, wie ihr es machen könnt. Und jo, ich freue mich jetzt noch über eine Minute lang Feedback von euch zu diesem ersten Call. Spitzenmäßig. Ja, sehr gut. Marco, und vielleicht noch eine Frage, der Hover-Effekt bei den Boxen, das kann man doch übertragen auf Bilder genauso, Bildergalerie, oder? Bildergalerie ist wieder was anderes mit dem Hover-Effekt. Das ist was ganz anderes. Was ganz anderes? Das hier ist ein sogenanntes Gruppenhover. Und das kannst du eben für Boxen machen, auch für einen Header zum Beispiel. Auch im Header kann man den Gruppenhover-Effekt einbauen und so weiter. Aber der Hover-Effekt in der Galerie ist ein anderer, wird auch komplett anders konfiguriert. Mhm. Aber du könntest zum Beispiel eine Box so machen, dass du sagst, okay, du hast eine Box und hast zum Beispiel im Hintergrund oder als Box-Hintergrund ein Bild oder eine Grafik. Das kannst du auch machen, kannst es dann im Grunde durch den Hover-Effekt auslösen. Ja? Also da gibt es schon einige Spielereien, die mit dem Hover-Effekt möglich sind. Okay? Also ganz toll, lieben Dank, Markus. Selbst ich habe noch ein paar Sachen mitgenommen, obwohl ich schon viele Sachen kenne, ne? Aber gerade mit dem direkt den Customized Box zum Beispiel ansprechen und auswählen. Ja. Anstatt es nur zu kopieren. Das war schon cool. Danke. Sehr cool. Mick, du darfst. Ja, achso. ich bin auch voll happy. Ja, es ist ein langer Abend. Ich bin noch in der Arbeit. Ich freue mich jetzt, dass ich heimkomme. Aber ich habe so richtig Bock jetzt, was nachzubauen. Also wirklich spitze. Das ist für mich im Grunde der Ansporn. Ich rede jetzt Tacheles, ja. Das ist für mich der Ansporn, warum ich das mache, ja. Weil ich bin ehrlich, ja, ich habe die Schnauze voll von diesen hässlichen Bilderäußerheiten, die da teilweise herumschwirren, ja. Und wenn ihr einfach jetzt seht, hey, boah, ich kann eine geile Seite, die ich irgendwo im Internet finde, ja, ein bisschen nachbauen. Man muss sich einfach nur überlegen, okay, wie könnte ich das jetzt machen? Ja, es ist das Gleiche mit dem Hover-Effekt, okay? Das ist ein Ding, wo ich dir schwören kann, von 9 Leuten, von 10 Leuten wissen das 9 nicht, wie das geht. Das ist eine Kleinigkeit, kann aber so viel bewirken. Ja? Die geschwungenen, abgerundeten Banner, ja, wellenförmige Banner, bla bla bla, das sind alles Dinge, jeder will es und keiner weiß, wie es geht, ja? Und ihr werdet einfach im nächsten Call genau wissen, wie es geht und werdet es selber machen können und dementsprechend eure oder auch so abgeschrägte Banner, ja, gibt es auch, ja, also nicht nur runde, sondern abgeschrägt einfach, die halt so quer drüber gehen. Ja. Ihr werdet das können und das ist das, wo ich mich halt freue oder wo ich mich wirklich darauf freue, dass ich sage, okay, ich sehe dann von euch einfach mal euer Resultat. Ja. Wie gesagt, mein Deal gilt, ja. Die Website fertig gemacht, ja. Jeder, der hier aktiv dabei ist, kriegt die im Anschluss, ja. Ich share die komplett kostenlos mit euch, okay? Aber ich will von euch auch eine eigene Seite sehen. Und das ist mein Ansporn einfach, dass ich dann wirklich sagen kann, okay, das, was ich euch weitergegeben habe, hat euch was gebracht, ihr habt es umgesetzt und das ist das, was ich mir wünsche einfach, okay? Gut, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dienstag, gleiche Zeit. Wir werden das jetzt für, sicherlich 4-5 Wochen machen. Danach könnten wir rein theoretisch fertig sein. Gucken wir mal, wer beim nächsten Mal wieder dabei ist.
Wünsche euch einen tollen Abend. Hat mir persönlich mega viel Spaß gemacht. Ja, es war zwar ein bisschen ungewohnt, weil ich nie was gehört habe. Ja, und weil ich normal eben schnell und ruhig und Musik und bla bla bla. Ja, also heute hier ein bisschen ungewohnt, aber hat echt mega Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Habt einen schönen Abend. Dir auch, Marco. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao YouTube. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Danke nochmal. Bye, bye. Arrivederci.